Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dust in Elysian Tale. Dies ist der dritte Aufnahmeversuch dieser Folge. Der erste Aufnahmeversuch, beziehungsweise die erste Aufnahme hat mir nicht so wirklich gefallen. Da war es etwas unmotiviert. Und beim zweiten Versuch ist mir das Spiel an einer Stelle abgestürzt, was jetzt auch nicht so toll war. Naja, auf jeden Fall gehen wir heute mal wieder in den Untergrund und folgen ein bisschen der Hauptstory. Und geben auch da zumindest einmal eine der Nebenaufgaben ab, die wir haben. Das war nämlich... Moment. Ah, ich habe vergessen, Skype auszumachen. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen mit dem Weok LP geskypt. Oder tue es gerade, wie ihr hört. Ja, Trollkvergeltung, die Aufgabe haben wir noch abzugeben. Ungehinderte Bewegung, das ist die Aufgabe hier im Dorf. Da ist ja der eine, der immer wieder Materialien will, bestimmte. Und ja, die geht die ganze Zeit weiter. Ich weiß nicht, ob die mal ein Ende hat. Wäre ja witzig, wenn die kein Ende hat. Zumindest geht die ganze Zeit weiter. Und ja, das ist eben das Material, was ihr da gesehen habt, was ich als nächstes finden muss. RV-Swing und RV-Clown. Hab ich das? Moment. Muss mal gucken. Ja, hab ich. Könnt ihr ihm eigentlich bringen? Mach ich doch mal gerade. Warum nicht? So. Geht das also noch nicht in den Untergrund, sondern erstmal zur Absolvierung dieser Aufgabe. Seine Aufgabe, ich weiß nicht, wo die Kiste ist. Ist sie im Untergrund? Ist sie im Wald? In dem Wald von Abendis? Oder ist sie sonst wo? Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich habe keine Ahnung, wo die Kiste ist. Werden wir die Aufgabe jemals erfüllen können? Des Weiteren habe ich noch drei Dinge, die ich erwähnen wollte. Nummer 1, ich habe mir jetzt die Bewegungssteuerung, also die Bewegung über den linken Analogstick, auch auf die vier Richtungsbuttons, also aufs Digi-Kreuz gelegt, was gerade für die Truhen ein extremer Vorteil sein wird. Ihr wisst ja, wie oft ich ungewollt in zwei Richtungen gedrückt habe, gelenkt habe. Und damit das Ganze zurückgesetzt habe. Des Weiteren habe ich mir hier im Menü das Scrollen durch die einzelnen Tabs hier auf den rechten Analogstick gelegt, damit ich mir das auch einfacher und angenehmer. Und das letzte... Ach ja, genau. Ich musste kurz überlegen. Das letzte war, ihr wisst ja, dass wir bei einem Herausforderungsmodus dieses massive Upgrade gewonnen haben. Ich habe mir jetzt hier im Laden etwas Besseres gekauft. Ich habe einfach mal reingeguckt, ob es da was gibt. Und tatsächlich, es gab was. Nämlich die Fleischklinge, wie ihr seht, definitiv besser. Die nehmen wir auf jeden Fall jetzt. So. Und jetzt geben wir ihm die Materialien. Please, let me know if you come across those materials. I'll keep my eyes open. Was? Moment. Was wollte er noch gleich? Falls... 6 AV schwingen und 6 AV klauen. Ach ja. Genau, ich habe mich verguckt. Ich habe ja nur 5 klauen. Repetitive... Ja, hier, 5 schwingen, genau. Ich muss noch eine Schwinge kaufen. Hoffentlich reicht das Geld. Müsste aber... Nein! Über dich springe ich, nicht, dass ich es automatisch triggere. Bzw. aus Versehen. So. Da. Jetzt haben wir genug. Genau, Mission fertig. Von ihm gibt es auf jeden Fall immer mehr Geld, als wir dafür ausgeben müssen. So. Hier. Here are those materials you asked for, Fail. Great! Here's your payment. If you're willing,
I could use your help again. I've got one last job for you, Dust. Ah, okay. There's a strange flying creature called a Florn that lives around these parts. Can shoot balls of electricity from its tentacles. A real nasty customer. If you could gather 3 Florn tentacles and 3 Florn sparks, I can use them to reinforce our guards' armor and give their weapons a bit of an extra kick. I'll pay a premium for them that you won't get from the shops around here. Here are those materials. Great! Here's your payment. I think that's it. I have everything I need, thanks to you. Na, wunderbar. Haben wir die Mission komplett abgeschlossen, würde ich sagen. Und jede Menge Kohle dafür bekommen. Sehr gut. Das war aber ein irgendwie lustiger Zufall. Er redet von einer Kreatur, die elektrische Blitze verschießt und es fängt an zu donnern. Was für ein Zufall. So, aber jetzt geht es endlich in den Untergrund. Nochmal. Wir gehen übrigens denselben Weg, über den wir auch schon das erste Mal zum Dorf gekommen sind. Einfach aus dem Grund, da wir ja noch ein Schaf zu finden haben. Und wenn ich mich nicht irre, finden wir dieses letzte Schaf auf dem Weg zum Dorf. Kann mich aber auch irren. So, hier war doch was. Hier ist noch ein Schatz. Ich dachte, den hätte ich schon gefunden. Ich muss noch mal kurz nachgucken. Genau. Juhu! Ah! Stopp, stopp. Uah. Was? Ich war doch nicht mal mehr in der Nähe. That was strange. Keine Ahnung. Au. So. So muss das. Okay. Aushalten. Genau, jetzt gehen wir in die Höhlen. Ah, uiuiuiui. Moment. Das Dorf war dort in der Mitte, genau. Ja, ich würde sagen, gehen wir hier hin. Von hier aus gehen wir nach Schlammingen. Hier ist auch noch ein Schatz zu holen. Ah, habe ich da gerade was gesehen? Ich muss noch mal kurz hoch. Da. Ja. Da ist wirklich was. Das will ich haben. Was auch immer das ist. So. Ich bin der Jäger des verlorenen Schatzes. Ein verlorener Schlüssel. Und wenn jetzt eine große Steinkugel angerollt kommt, dann bin ich, glaube ich, im falschen Film. Aber es gibt noch einen weiteren Schatz hier zu entdecken. So nehme ich es jedenfalls an, weil... Ihr seht ja, der Kreis ist noch auf der Karte. Hier. Wie bekommen wir das weg? Gibt es hier irgendwo eine Frucht? Hier irgendwo? Oder... Nee, hier nicht. Unten irgendwo? Ach, wir sind ja auch gleich dort. Gleich im Dorf. Zumindest laut dem... jetzt habe ich vergessen, wie man die Karte aufruft. Wunderbärchen. Nein, das war Heino. Genau. L3. Beziehungsweise, wie ich es mir gelegt habe. Genau. Wir sind schon direkt... drüber. Jetzt muss ich aber mal hier gucken. Vielleicht können wir von unten ja eine Frucht holen. Hier sehe ich jedenfalls keine Möglichkeit, weiter dahin zu kommen. Ne, hier gibt es auch keine Frucht. Tja, dann gehen wir hier runter. Und gucken hier im Dorf nach einer Frucht. Ob es hier welche gibt. Ach ja, erstmal gehen wir zu dem Alten und geben die erfüllte Quest jetzt endlich ab. Hep, da ist er. Blob. Here you go, Blob.
4 Trollk fingers. Genau. You don't spend them all in one place. Woo, Daisy! Bet I could play the piano with these puppies. That's assuming I know what a piano is. You done right by me, son. Here's a little token of my appreciation. Danke. Tell you what, since you're in the hunting mood, maybe you could help me with my tape. Ach. See how those two things relate. Yeah. Also, I don't want to see how those two things relate. What's wrong with your teeth, Brock? Wir sollen deine Zähne jagen? Aside from the fact that I only got one left, I've been wanting to construct me some Also, ich sehe drei Zähne. If you can bring me 10 rockhound teeth, I'll be sitting pretty. Smiling pretty. While I'm sitting. Aha. I've been keeping track of all the things people have asked you to do, Dust. This is probably the creepiest one so far. Ich glaube auch. All right, Blob, I'll get you some teeth. Nun gut, dann kriegst du deine Zähne. Ein Hundegebiss. Ein Hundezahngebiss. In Ordnung. Soll er haben. Und genau, okay, sie, bei ihr haben wir auch noch einen Auftrag. Here's a fidget doll for you. Better than the real thing. Ooh, she's pretty. Here, you can have this. Thanks, Smobop. Was ist es? Bob gave it to me a little while ago. He found it near the surface, I think. Well, thank you. Enjoy your fidget. I love my doll. I love her so much. Love, love, love. Was haben wir bekommen? Wird uns gleich angezeigt. Ah! Wir haben die Kiste! Leute, wir haben die Kiste bekommen! Unsigned. Oder? Muss ich mal nachsehen. Ja, wir haben Weeds Kiste bekommen. Na, wunderbar. Okay, dann können wir ihm jetzt endlich die Kiste bringen. Da habe ich vorhin noch davon geredet, dass ich nicht weiß, wo die Kiste ist. Und zack, haben wir die Kiste bekommen. Genau, das war die Mission mit den Hundezähnen. So. Ach ja, genau. Und dann haben wir hier noch das... Dust, look! The water's running! Genau! We came back as soon as we could. Where's your mother? She's inside with Pa. Once the water started flowing again, she brought it right in for him. Sehr oh, gut. Look, here she comes now. Mama, look, they're here. I told you they'd get the water running again. Also haben wir es rechtzeitig geschafft. Bobo, darling. Please come inside. Nein. Mama? What is it, Mama? He held on as long as he could, but it just weren't enough. Ha! Oh, no! You can't go! Just got the water running, he did! I'm sorry, sweetheart. I truly am. He was such a fighter. It was just his time. And when it comes, there ain't nothing you can do. But we got the water running. We failed, Finchett. We weren't fast enough. Damn it! We weren't fast enough! Dust, you stop that moaning right this instant! You did what you could. You did more than anyone. And for that, you deserve all our thanks. You could have gotten the water running days ago. But I think the hurt was just too hard on him. Ha! Didn't you hear? I got the water running! Ha! Master, let's give them a moment alone. Ja. Wäre besser so. I don't understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopo's mother said. When the life thread calls for you, you must go. He was fated to pass, and there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Aura. Did you know
Did you know we'd be too late? If I told you before, would you still have tried to save him? The village needed its water supply. I would have gone to the lady either way. Then it doesn't matter what I knew. And it is why there is hope for you yet, Dust. What does that mean? Why is it that every time I make a decision, you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Ara? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Ara? What am I even doing here? Stop yelling! Just please, please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't mean to... And stop worrying about who you are! You're Dust! You hear me? I don't care who you were! I don't even care if you used to work for that general guy! Because you're Dust now! Wise words, Fidget. Dust, your past is fractured, and your future is not yet written. But you have traveled through this world as a beacon of good, and that is all that matters. You're both right. I'm worrying so much about who I was that I've been blind to the good I've done as Dust. Anyway, it's late. We should find a place to sleep. A wise choice. A night's rest will clear your head. Wir werden herausfinden, wer Dust einmal war, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt dazu. And with these final words, we commit Popop's essence to the life thread, where he joins all who have come and gone, who were and who have been. We'll be seeing you, old friend. Goodbye, my love. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bopo. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mudpot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong, even when the world's against you. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bopo. I think your father would be proud. I think so, too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bopo, but I have to go now. I have to get back to the surface to make sure this doesn't happen ever again. You'll come back, though, right? You gotta make sure you come back. I can't. I promise. Kannst du dieses Festpressen halten? Ich hoffe, wir werden das Festpressen halten können. Are you ready to leave, Dust? I think so, yes. We need to get back to the surface and find that manor Lady Tethys mentioned. Genau. Yes, I know of the place she spoke of. An old estate at the foot of the mountains called the Sorrowing Meadow. Die Sorgenwiese? The Sorrowing Meadow? Is that somewhere between Blood Death Gulch and Endless Pain Hill? It was not always called that, Fidget. It was once a peaceful place. Mm-hmm. But even now, as we stand so far away from it, I can feel something nefarious emanating from its foundations. Well, that's great! Really, I'm excited. How about you, Dust? You excited? Yeah! I'm just thrilled, Fidget. Come on, let's get back to the surface. Genau. Aber bevor wir das tun, mache ich an dieser Stelle einen Cut, denn diese ganzen Dialoge haben den Rest der Videozeit in Anspruch genommen. Aber ich wollte auch nicht einfach so unterbrechen. Das könnt ihr sicher verstehen. Hoffe ich doch. Nun, dies war eine etwas traurige Folge. Und in der nächsten Folge lösen wir noch die eine oder andere Aufgabe hier und werden unter anderem auch dann wieder an die Oberfläche gehen und mit der Hauptstory weitermachen. Ich würde also sagen, ich bin Sarah von P und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt,
Let's Play Dust, an Elysian Tale. Bis dahin. Ciao. So.